Hallo YouTube. Ja, so. Und willkommen hier wieder bei der Loot-Feast für diesen Monat, März. Und gucken uns dementsprechend einmal an, was dann so alles drin ist, was uns da für Überraschungen. Vom Gewicht her ist es relativ leicht. Mal gucken, was das dann entsprechend sein könnte. Das schauen wir dann mal. Deshalb mache ich jetzt mal nämlich auch live übrigens, ne? Wie man ja auch sieht, dementsprechend auch gerade auf Twitch. Und ich mache dann einmal auf. Lina guckt schon so. Und so richtig beobachten, wie sie da so richtig neugierig ist. Und mal schauen. So, das Ganze mal auf hier. Bam, bam, bam. Bam, bam. Nur sieht doch nichts, ne? Ich hab jetzt nichts gesehen. War jetzt nur ein bisschen Licht gespiegelt. Da war sonst nichts. Nein. Da war sonst nichts gewesen. Ich glaube, ich kann mein Mikro auch ruhig ein bisschen da hinten machen. So. Vom Sound her bin ich sowieso mal sehr laut. Was auch gut ist, weil dann kann man nämlich am Lautsprecher bei sich das einstellen. Viele Streams gesehen oder gehört, die einfach immer wieder zu leise sind. Bedenken ist laut. Aber man muss überdenken, der Zuschauer kann ja seine Lautstärke einstellen und umstellen. So. Wir fangen wie immer an. Als erstes mit T-Shirt. Ich sag Mr. Häuschen, wer wohnt da in mein Häuschen? Ach, das ist natürlich Celina da, wo ich eigentlich meinen Müll immer ablege. Das soll jetzt nicht heißen, dass... Nein, egal. So, dann schauen wir mal, was da wir da haben. Eggman. Eggman, ne? Heißen die? Oder? Raus, rein... Okay, achso, das ist ein Spiel, so eine große Spielkonsole. Also diese Maschinen, die es früher so schön gab. Ich weiß gar nicht, gibt es die eigentlich noch irgendwo? Wenn ja, postet meine Kommentare rein. Wo und so. Würde mich auch mal interessieren, ob das überhaupt noch gibt. Ja. Das ist doch mal ein schönes T-Shirt. Das, was ich anhabe, ich glaube, das war vom. Jetzt nicht. Das war vom letzten Mal. Dadurch, dass ich das oben rauf lege. Genau, so. Dann gucken wir uns mal das nächste an. Wie gesagt, das war ja relativ leicht. Oh. Das ist ein Passe, ne? 250 Passe. Okay. Wir hatten letztes Mal schon Zurück in die Zukunft. Hier hinten das Auto, was man da so sieht. Da habe ich auch die Tür auf und so. Dunkel, ne? Und dann ist diesmal ein Puzzle. Den sogar auf. Achso, das ist gut per Dings, okay. Die Frage ist, welches Bild ist da jetzt drin? Oder sind das beide? Beide, doppelseitig. Ach, doppelseitig. Ah, okay, verstehe. Dann ist dementsprechend das und das drin. Ach, da ist die Kamera. Genau. Nicht dunkel, weil das ist schon so dunkel. Also, das liegt jetzt nicht am Licht. Und
250 Teile. Und das ist doppelseit, also dementsprechend doppelseitig. Immer das Dings. Aha, okay, Puzzle. Wann puzzle ich mal gar nicht? Vielleicht gibt es ja. Ich habe ja mal gesagt, dass ich ja auch sicherlich einiges so ein bisschen ein Giveaway mache oder sowas, ne? Das muss ich mal halt schauen. So, was haben wir hier? Harry Poster. Harry Poster, genau. Wir posten den Harry. Harry Potter Mystery Box. Puzzle-Riese. Da ist die Kamera. Mensch. Ich muss mich daran gewöhnen, dass die Kamera immer da ist. Und nicht überall Bildschirm oder sowas. So, das in der Mitte der Fragezeichen, keine Ahnung. Wir machen das mal auf. Beziehungsweise ich mache das mal auf. Warum wir? Ja doch, wir. Meine Hände machen jetzt das Ding auf. Also, die Verpackung. Aus der Nummer komme ich nicht so schnell raus. So. Aber das hört ja keiner. Da ist er weg. So, da ist er weg, aber der kommt bestimmt gleich wieder. Aber erstmal die Cam ausgeschaltet. So. Ah, auch noch in Teilen. Das ist auf jeden Fall gummiartig, also so richtig so Gummi. Die Haare, also die Perücke, die passt mir auch ganz gut. So, und wie macht man das jetzt? Gibt keine Bauanleitung. Ja gut, klar, ich weiß schon, wo die Haare hinkommen. So ist das nicht. Die anderen beiden Teile sehen ein bisschen komisch aus. Mal gucken. Ach, okay, ist so vorgegeben. Da, so, ist schon vorgegeben. Und dann kommt der Körper hier ran. Und wo kommt das hin? Ach so. Das soll ein Schal sein. Okay. Das soll ein Schal sein. Ja, jetzt macht's doch wieder Sinn. Vielleicht sollte ich das mal zusätzlich das Licht anmachen. Bei sowas. Weil wenn es dunkel ist, also das Teil selbst dunkel ist, dann sieht man es nicht so gut, glaube ich. Kurz, ich glaube, es ist dunkler geworden, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Dün. Sind wir auch gleich mal hier hinten. Die Haare halten nicht. Das ist auch Gummi. Also das ist richtig hart Gummi. Und der Körper, der fällt auch glatt nochmal ab. Okay, das nimmt man... Qualität.
Was? Katzenhaare. Ein Tierchen. So, der bleibt nicht stehen. Was? Sowas. Das hier. So. Ups. Fallen die Haare schon wieder ab. Da fällt der Kopf übrigens wieder ab. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Ja, halt auch nicht. Na gut, dann halt. So. Dann halt nicht. So. Was haben wir denn hier? Johnny Silverhand. Cyberpunk, die Nummer 592. Nummer 592. Ich werde es ein bisschen höher halten, weil das Licht ist da ein bisschen oben. Weil das für Google selbst auch wieder dunkel ist. Ich werde, glaube ich, beim nächsten Mal das andere Licht auch nochmal anmachen. So, genau. Also ja, häufiger. Packe ich gleich hier hin. So. So, dann gibt's von Dark Knight Trilogie. Collect all 10 oder 10. Was ist das? What is that? Aufmachen? Ja. Machen wir auf. Ich will ja wissen, was das ist. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was das ist. Auf jeden Fall in so einer Verpackung mit drin. Two-Face. Die C? Was ist das? Ich mache einmal auf. Also, um das einmal so zu zeigen. Und das Inhalt, wie das heute so viel schwarz? Das ist echt. Echt zu sehen. Was ist das? Ich kann damit jetzt gar nichts anfangen. Es hat Gewicht. Also es hat tatsächlich Gewicht. Aber irgendwie kann ich damit nichts anfangen, weil da kann man auch nichts mehr öffnen. Es hat Gewicht. Schon mal klar. Aber ich kann damit nichts. Das gucken wir gleich mal. Ich kann ehrlich gesagt damit jetzt gerade nichts anfangen. So, dann. Ja. Alter. Warum auf einmal so hell, obwohl das auch dunkel ist. Das ist die Karte, die spiegelt das wahrscheinlich.
Das ist halt wieder so eine übliche Postkarte. Na, wer kennt sie, ne? Brauche, glaube ich, nicht viel zu sein. So. Dann gucken wir mal. Das war tatsächlich alles. Das ist leer. Da ist nichts mehr drin. Und gucken wir doch mal. So, das T-Shirt ist klar. Ach. Steht das da jetzt oder steht das nicht? Es ist ein Magnet. Beispiel für Kühlschrank und so. Deshalb hat das Gewicht. Ist ein Magnet. Books Art Magnet Adventures. Nennt sich das. Dann ist hier noch. Ich bin fast gedacht. Dann ist hier noch. Poster. Und in meisten Fällen, nicht immer, glaube ich, weiß ich gar nicht, nicht drauf geachtet, ist das halt vom letzten T-Shirt. Was ist jetzt Plus? Okay. Das Puzzle, das große Puzzle, also das, das ist in der Plus drin. Okay. ja. Das war tatsächlich das alles. Mehr gibt's tatsächlich interessanterweise nicht. Irgendwann ist auch nächstes Mal ein bisschen mehr drin. Aktuell gehen die eher in die Größe statt in die Menge. Habe ich das Gefühl so langsam. Geht mir natürlich auch irgendwann mal der Platz auch mal aus. Aber wie schon gesagt, ich werde sicherlich auch ein bisschen einfach mal Giveaway oder so starten, sei es über YouTube oder Twitch-Channel, also über Twitch. Das müssen wir mal schauen. So, dann war's das. Ich danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns sicherlich beim April-Loot-Schießt wieder und mal schauen, was da dann dementsprechend drin ist. Also, bis dann und auf Wiederschauen.